Servus Kollege und viel Spaß mit der Frühschicht. Du darfst heute eine RB48 Verstärker von Köblitz nach Ringstadt fahren. Davon gibt es morgens und abends einige Züge. Deiner hält als einziger zusätzlich in Köblitz West Dienstag bis Donnerstag. Bereite den Zug von Rangier zum Bahnsteig. In Ringstadt stellst du deinen Zug dann ab. Der Lind für die Rückfahrt steht dann auch schon bereit. PS, derzeit werden BR für 25 S-Bahn-Züge eingesetzt, neben den 420ern, da die 423er gerade alle zur HU müssen. Ja, und damit servus und grüß euch zu einem weiteren Fahrteam Train Simulator Klassik auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dann werden wir das Ganze doch mal machen hier. In den passenden Führerstand. Vorne legen, Instrumentenbeleuchtung, Zugspitzenlicht. Bremse ist eh schon gelöst. Die SIFA und die PZB noch einmachen. Dann fahren wir mal hinaus. Bornland Bayern im Köblitzer Bergland. Ja. Yeah. So, bleiben wir im Voranteil stehen. Finde ich dann, dass man. Ah nein, in der Version ist ja die Schutzstrecke Opala. Rail Chatty! Und da noch. Regionalbahn nach Basel, Bayerischer Bahnhof. Ui! Twindexel! Ja, das ist ja gut, das ist jetzt, da kann der Szenario aber auch nichts dafür. Das ist ja technisch wieder nicht. Oh, immer vom Akkuzug. Jetzt wird das abgebügelt. Köblitz, Köblitz West. St. Rudolf, Rinkenstadt. Fertig. Na, zwischen haben wir noch, ne, da. Darf jetzt dann ausfahren, wenn wir da vorfahren müssen wegen. Gut, dass ich nachgeschaut habe, sonst wäre jetzt wahrscheinlich losgetuckelt. Dann ist wahrscheinlich gar nicht gezwurbelt. Dann 425 abgestellt, steht der Zündechsel? Nein. Nein, die gute. Der
Da haben wir schon einen Rost und Strich dran. Wir hupen da schon wieder her. Steht ja immer noch da. Omsi! Baustelle läuft auch schon 3:47 Uhr morgens noch. Ja. Alter, Twindex macht sich auf die Socken. Von der Bahnsteigkante und betreten Sie den bekämpferischen Bereich des Bahnsteigs des Zuges. Das sind schon erloschen, ne? Schaut so aus, keine Beeinflussung dort. Aber zur Sicherheit einmal draufbuzzern. Da muss leider nicht gesehen hat vom Führerstände aus. Wer die Aufgabe vom 423 853 nachfahren will, ein bisschen weiter vorfahren. Na, es flirtet. Kept trending way too. Raus mal gleich wieder. Ja, ja. Ja, aber die Mutter hat Mut. Außenstelle für ein Quasimodo. Jetzt haben die Türen dicht. Ringkernstadt. Da ist ein Kahn auf dem Fluss.
Hochsee-Containerschiffe gibt. Sie auf anderen Flüssen. Wieder Mus und keine Mäß. Tempomat in der Küste. Stimmt ja. Davon, wenn man eine Zeit lang mit der Rennsammel nicht mehr gefahren ist. Sollte jemand die Aufgabe nachfahren wollen, ist wie immer in der Videobeschreibung natürlich alles verlinkt. In den oberen Zug, da kannst du bei 80 oder was schon mit einem Lächeln über den Formkönig drüber fahren. Ja, da geht einer mit dem Bauzi spazieren. Das ist der Ronald. Eure haben halt unter Bauzi, wenn es geht. Schnucki. Genauso blöd mit dem N da, mit dieser Strebe da drinnen in dem Anzeiger, das aussieht immer wie eine Ringkernstadt stehen würde. Ja, was ist alles in Ordnung? Das steht so richtig schön mit Ringkernstadt drinnen.
zur S-Bahn München. Was versperrt uns denn da wieder die Ausfahrt? Kommt er ja schon. Das Holzzügel muss auch warten. Aber vor dem 500er stehen bleiben sollen. Langsam rausschleichen hier. Langsam. Ich will hier keine Gezwurbel kriegen. Oh, vorbei mit der Wäscheleine. Vorbei mit der Wäscheleinerei. Gott, dass uns S-Bahn vielleicht nur mit Karacho überholt. Das kann es auch nur für 20 vorbeitun hat. Nee, sieht nicht so aus. Stolperungsschmiede die Gleise wieder verlegt hat, gell, für diesen Nebenbau. Und aufpassen, weil der Tempomat ja ist ein Tempomat, das heißt, er hält nur die Geschwindigkeit, bremst aber nicht. Das muss den Rennsammel schön brav selber machen. Oh, Mess und keine Mus. So, für die 60 muss noch irgendwo ankündigen da sein und da ist er ja schon. Schön hinterm Herr, damit man ja nicht sieht rechtzeitig. Dachte mir doch, dass da mein Ankündiger gewesen. Streckenkenntnis, ja, ja. Oh. Da haben wir die Mails und die Tür noch nicht auf.
da die Mus. Und da drüben ist das Gegackere. Was ist denn das hier für ein Hühnerstall? Freilandhühner. Glückliche Eier von glücklichen Hühnern. Du musst mir so einen Verkaufsstand machen. Oh, die ist aber ausgebüxt zum Nachbarnummer. Also wenn auf die Bahngleise rundum flattern die Dinger. Lieber Tempomat. Oh, ist der Mond noch oben um 7 Uhr morgens? In der Vollmond oder so schon. Ich würde sagen, der Tausender könnte dann so langsam einmal ausgehen, damit wir dann Gas geben können am Ende des Tunnels, aber wir haben ja nur in der 85er Woche, also selbst wenn der dahin blinkt, würde ich Gas geben können. Gibt es glückliche Milch vom glücklichen Kühen. Da steht eine Vogelscheuche drin. Unter Hochsitz für den Herrn Jäger. Da gibt es dann immer Jägerschnitzel beim Wirtshaus. Ah, Spiegelei, ein Spiegelei, oh je, meine. Nicht Maverick, nicht immer raus, ab und zu ist er brav. Ja, das, also die 5 km/h wird es damit machen, nicht dieses pingelige Korinthenkacken habe ich im 1 km/h.
Wenn denn sowas ausschaut, ne? Und an den anderen Kollegen dran knutschen. Das wird Wendefahrt schon Fahrplan drin hat. Hey, hey. Meldung dazu. Schau. Für ein Schiff. Er steht ein bisschen weiter vorne, oder? Steht da vorne beim 40er ungefähr. Na, dann fahren wir das Ding doch noch in die Abstellung. Geht's am Abend das Rückverstärker wieder zurück. Zurucki! Und anpuffern und kann dann Doppeltraktion fahren. Für einen Doppelverstärker. Puffer knutschen. Da hat denn aber noch nichts dort. Hätte ich einen 30er, wenn wir befreit haben oder was? Päpstlicher sein wie der Papst hier. Der ist gleich in Deckung gegangen, der Feigling, der. So, damit dürfte die Aufgabe abgeschlossen sein. Ich hoffe, diese kurze Fahrt durchs Köblitzer Bergland auf der Rinkentalbahn in der Nennsheimlat hat euch Spaß gemacht. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch alles Liebe und Gute, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Pfiat euch!